Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Video und diesmal mit einem Reisetrip. Es geht nach New York City. Los geht's! So, Leute, da sind wir angekommen im wunderschönen New York City. Mir raucht es wortwörtlich aus dem Kopf, voller Ideen, was man hier alles machen kann. Ist ja fast schon mein zweites Zuhause, ist mein fünfter Besuch jetzt hier. Und ich nehme euch diesmal wieder mit, um euch zu zeigen, was ich denn so Schönes hier mache. Unter anderem besuchen wir eine Aussichtsplattform namens The Edge, wo der ganze Boden einfach aus Glas ist. Mal gucken, und ich sag mal, wir bewegen uns mal Richtung Times Square und gucken mal, was so schön ist. Erstmal lecker was frühstücken, ne? Los geht's. Cooler erster Tag in New York. Überhaupt nicht am Regnen. Ja, wir haben tatsächlich für die ganzen 7 Tage jeden Tag Regen inklusive Gewitter vorausgesagt. Komm, cool! Freunde der Sonne, ich habe jetzt Hunger. Hier musst du halt rein, hör mal. Und man sagt, hier wird gesungen. Da kann ich ja direkt mich wohlfühlen. Mal gucken, was es da so gibt. Los geht's. Dann würdest du morgens einfach in Ruhe frühstücken gehen, dann sitzt du auf einmal in einem Diner in der Nähe des Times Squares und hier gibt es einfach ein Musical und die singen ja alles live. Jeder Kinder singt hier live. Aber ich esse jetzt erstmal eine Garten. Wonder about the times that it made sense, but nowadays I don't worry about what's past tense. My younger days I used to hang around with mad friends. If we just fell out, I don't really know what happened. Wusstet ihr, Leute, dass die U-Bahn in New York besser ausgestattet ist als so mancher Zug in Deutschland? Du hast an jeder Station hier einfach WLAN, Mann. Das ist so krass. Und die U-Bahn ist einfach 100 Jahre alt. So riecht sie auch. Ist einfach gefühlt so warm hier drin. Was hier nochmal rein hier in den Koffer, ne? Komm, uns wird jetzt abgezogen oder so, ne? Überhaupt nicht voll hier. Voll. Ist das der richtige Zug? Ich weiß es nicht. Ja. Ich will noch einen anderen nehmen. Hey, jetzt gehen wir hier rein. So, wir müssen einen anderen nehmen. Was? Musst du einen anderen nehmen? Ja. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber ich bin von der U-Bahn weggekippt worden. Wir fahren jetzt zum MoMA, aber da darfst du wahrscheinlich nicht dran filmen. Da gibt es jetzt Kultur, Leute. Ich gehe mir jetzt Kunst angucken. Seid ihr so Kunstbanausen? Ich habe gar nicht, ne? Ich habe mit Kunst überhaupt nichts am Hut. Ich weiß nicht mal, wer Monet ist. Ist Monet eigentlich ein Musiker gewesen? Ich weiß, ich wollte den Blick sehen. Wait. So, Leute. Ist doch gut jetzt. So, wir sind jetzt. Oh, ist Lagertag. Wir sind jetzt vom Times Square hier rüber gelaufen, Leute. Und sind jetzt beim MoMA. Ein wunderschönes Museum. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin ja ein riesengroßer Fan von Monet und von Picasso. Kunst ist alles in meinem Leben. Und deswegen gehe ich jetzt mal da rein und nehme euch mit. Und ich sage euch, Leute, da wartet bestimmt die ein oder andere Überraschung auf uns. Okay, der Tag ist gekommen. Ich werde mich heute fortbilden. Ich bin im MoMA, Leute. Und damit meine ich nicht das ARD-Morgenmagazin. Den wollte ich die ganze Zeit schon bringen, wegen MoMA. Steht immer, egal. Ja, das ist ein Museum mit moderner Kunst. Und das soll sehr groß sein. Ich gucke mal, ob ich was für mich finde, was ich mir kaufen würde, ne? Aber als erstes würde ich sagen, ich hätte gerne das hier. Weil das finde ich ultra geil, voll fancy. Guck mal, da kannst du dich einfach, setz dich schön hin, dann bist du weg, bis am Segeln, ne? Schön. Falls ihr jetzt übrigens zu Hause sitzt und sagt, mein Gott, ich will auch mal auf der großen LED-Leinwand komische Sachen sehen, könnt ihr in Düsseldorf machen. Das ist nämlich vom Grefi Anadol, Leute. Und der ist schon echt krass. Da gibt es tatsächlich aktuell eine Ausstellung in Düsseldorf. Kann ich nur empfehlen. Wir sind jetzt hier in der ersten Halle sozusagen. Es hat ein riesengroßes Museum, so auch mit Fotografie und sowas, ne? Aber das Witzige ist, da hängen halt so verschiedene Bilder aus verschiedenen Städten. Und wusstet, also ich habe sofort herausgefunden, woher dieses Bild hier stammt. Stopp!
Ihr kommentiert mal, mach jetzt kurz Pause. Was denkt ihr? Das da ist ja aus Japan und so weiter. Aber was denkt ihr? Aus welcher Stadt oder aus welchem Land ist dieses Bild hier? Guck mal kurz das Bild. Nicht so nah. Einfach das Bild. So. Und jetzt löse ich auf. Warte kurz, wenn wir kurz schnell, damit ihr kommentiert. Warte mal. Deutschland. Alter Verbot. Voll krass, Leute. Hier ist ein Fallout-Shelter. Also wenn jetzt ne, die Welt am Brennen ist, so wird das dann aussehen. Guck mal, zeig euch das mal. Crazy, oder? Man hat hier ganz geschickt Beschäftigung für Kids gemacht. Ne? Dann haben wir hier irgendwie dieses Geräusch, aber auch wirklich. Ne? Schreibmaschine. Eine Bar haben wir auch. Schon crazy. Voll bedrückend finde ich irgendwie. Okay, in dem Raum ist was ganz Spezielles. Also es sind immer sehr, sehr große Räume, müsst ihr euch vorstellen, die sehr weiß gestrichen sind. Ich habe nach auch wie so ein Schneesonnenbrand danach. Aber das Ding ist, hier stehen einfach 4, 1, 2, 3, 4 solcher Metallklötze, also insgesamt 8, aufeinander gestapelt, jeweils 2, 4, 8. Und seht ihr? Aber ich verstehe es nicht. Die Leute kommen hier rein, die fassen es an und sagen, boah, ich bin hier raus, ich habe keine Ahnung. Das hier finde ich toll. Das finde ich echt cool. Ich finde, hier hat man auch gedacht, nutzen wir den Platz mal aus. Das ist ein Classic. Ja? Ja. Warum? Da kenne ich, das kenne ich, ja. Aber ist es nicht eigentlich so bekannt, dass ganz viele da nebeneinander davon sind? Nee, das wurde abstrahiert davon. Abstrahiert? Also das haben andere daraus gemacht. Ach so. Was denkst du, was kostet das jetzt? 5 Millionen. Das? Mit Sicherheit. Nein. Doch. Lass mal nachgucken später. 5 Millionen, wie heißt das? Ich guck jetzt nach. Was denkt ihr, Leute? Geh mal ein Stück zurück. Was denkt ihr, Leute, was das Bild, genau das hier, wie es hängt, von Andy Warhol aus dem Jahre 1962 einen fairen Wert hat? Schreibt es mal in die Kommentare, ohne zu googeln. Ich habe gegoogelt. 195 Millionen. Ich war ja nah dran. Also 185 Millionen Euro. Rekordpreis. Ja, 5 Millionen war auch echt ein bisschen dumm von mir, stimmt. Da hängen einfach 200 Millionen. Gehen wir mal zum nächsten Raum, Leute. Ich sag euch, ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber ich bin mir sicher, das ist Arschteuer. Was ist hier los? Also, ich hätte hier ein eigenes Video rausmachen sollen. Dennis im Museum. Ich finde das so geil. Da ist einfach ein Arsch. Und die Leute stehen so davor. Aber. Was? Wirklich, der Oberhammer, der Yves Klein, hat auch mal ein Bild gemalt, ne? Hat der mal blaue Farbe genommen, hat er drauf gemacht, ne? 3 bis 4 Millionen Dollar hat das Bild wert. Warum? So, jetzt nachdem wir die richtig teuren Schinken gesehen haben, kommen wir zu einem wirklich super krassen Schinken von Monet. Und das Bild wurde 1906 gemalt und hat ungefähr so einen Wert, wurde versteigert für 50 Millionen US-Dollar. Also das ist schon krass. Ne? Schon verrückt aus. Guck mal. Warm wie ein Stückchen drin. Ich glaube, ja, die sind hier alle eingepennt, die Leute, ne? Alter, hier die Reise. Boah, ist warm hier drin, ey. Warum liegt hier nicht Stroh rum? Hier steht einfach ein Heuballen drin. Ich weiß nicht, was das ist. Was könnte das wohl aussagen, Leute? Vielleicht Mutter Natur, Meerschweinchenfutter. Es riecht auf jeden Fall gut, muss ich sagen. Reichen wir auch ein, oder? Kannst du Finanzamt schicken? Ich möchte das absetzen, bitte. Das waren im MoMA. Jetzt geht es rüber zum One World Trade Center.
wenn alles gut geht. Und dann holen wir uns ein Ticket und gehen hoch auf die wunderschöne Aussichtsplattform. Wobei es gibt ja keine Aussichtsplattform, sondern wir gehen auf das Observation Deck und dann können wir richtig schön einen Rundumblick auf die Stadt werfen. Leider haben wir diese Woche, boah, das war gut, leider haben wir diese Woche super schlechtes Wetter, deswegen müssen wir den Tag nutzen. Dass die Amerikaner ja ein Volk für sich sind, ne? Waffengesetze, dies, das, brauchen wir nicht überreden, aber guck mal, wie absurd das teilweise ist. Wir können beruhigt sein, Leute. Hier ist tatsächlich gunfreie Zone. Gott sei Dank bin ich hier sicher. Nochmal einen kurzen Stopp hier gemacht. Und aktuell ist ja Pride Month. Das sieht man ja überall hier. Finde ich gut. Und das Tolle ist hier, by the way, da unten ist ja eigentlich immer die Eisbahn. Im Winter sollte man auf jeden Fall mal herkommen, weil du hast hier wirklich alles. Es ist weihnachtlich richtig schön dekoriert. Hier läuft super schöne Musik, aber es ist immer brechend voll. Aber da ist es. Rockefeller Center. Wird übrigens auch Jimmy Fallon aufgezeichnet. Ich wollte unbedingt hin, aber leider gibt es keine Karten gerade da, die wohl anscheinend irgendwie Pause gerade haben, was ein bisschen schade ist. Aber ja, ja, da oben kann man schon jetzt Inlineskaten, da sehe ich mich, ey. Wisst ihr, was das Tolle auch am Rockefeller Center ist? Hier gibt es FAO Schwarz. Das ist der, ich würde schon sagen, einer der größten, wenn nicht größter Spielzeugladen, den man so kennt. Und damals war hier eine ultra lange Schlange und wir gehen mal rein, vielleicht finde ich ja was Schönes für mich heute Abend zum Kuscheln. Klingt voll komisch, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich einen Teil kann leisten. Ja! Ready? Yeah. Ultra krass, wie groß das hier ist. Aber ich habe schon beschlossen, den ferngesteuerten Taycan kaufe ich mir. Ey, $50. Der hat sogar eine eigene E-Ladesäule. Ist das so ein kranker Laden, Mann? Warum war ich hier noch nicht drin? Customized Your Racer. Der ferngesteuerten Bagger kann ich mir auch kaufen. Ne? Ich will noch nicht gehen. Eine kleine Planänderung, Leute. Es ist jetzt Tag 2 in New York und wir sind auf der Fifth Avenue. Und es ist jetzt bei uns so 19 Uhr absoluter Chaos hier wirklich. Hier ist, dreht alles am Rad. Ja, typisch New York. Aber wir machen jetzt was ganz Cooles. Wir wollten ja eigentlich aufs One World Trade Center, aber wir gehen jetzt auf Summit. Und das ist die Influencer, der Influencer Hotspot. Warum? Zeige ich euch jetzt. So, wir sind jetzt hier beim Summit, dem Influencer Hochboot 01. Hier kommen die auch alle top gestylt hin. Guck mich an, Leute, es ist einfach gefühlt 90% Luftfeuchtigkeit, es ist super warm, 30 Grad haben wir heute hier in New York. Ey, und die sind hier alle so richtig, ne? Weil das ist jetzt, ihr werdet sehen, hier wirst du als Influencer neu geboren. Also bin ich absolut an der absolut falschesten Stelle. Und das Geile ist, ich habe mein Ticket auf mein Smartphone, ich habe noch 6% Akku. Wenn du nach Influencer hausen willst, musst du natürlich auch Schuhcovers anziehen, damit auch alles seine Lichtigkeit hat. Kylon! Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. The Journey. Aber warum? Geht's ab in den Tunnel. Was passiert hier? Was geht hier ab? Das ist ein Fahrstuhl. Oh Gott. Wie viel Etage ist das, weißt du das? Hm. Aber da steht es, glaube ich, 91. Okay, das ist ein Speed. Oh,
neues Fahrzeug. Okay, wir gehen einmal andersrum. Irgendwie voll unangenehm, finde ich. Weil, Alter. Oh mein Gott. Oh, das klingt ja übel, das ist ein Spiegel, ne? Oder? Ja. Boah, das geht mit Höhenangst voll rein, ne? Aber versteht ihr jetzt, warum ich Influencerhausen gesagt habe? Habt ihr das gesehen? Ja. Ich dachte, da geht's weiter. Vor allem, ich wollte sagen, warum sieht der so ein Typ so aus wie ich? Leute, erinnert ihr euch, wo gerade unser Gesicht gescannt wurde mit den Armbändern? Das wird in den Wolken pulsieren. Ja, guck mal. Es gibt hier zwei Etagen, wir fahren jetzt auf die nächste. Wir durften endlich die Dinger ausziehen. Ich habe meinen Schuh wieder. Und hier oben ist jetzt noch ein Aussichtspunkt. Wir gucken mal. Ich glaube, es ist ein Restaurant oder Café. Wir sind jetzt draußen. Unfassbar, oder? Das war's aus dem wunderschönen New York für heute. Praktisch Tag 1 und 2, Leute, habe ich für euch mit meiner Kamera festgehalten. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Schaut gerne euch das Video an, wo ich in Las Vegas war. Da habe ich auch echt krasse Sachen erlebt. Und jetzt lasse ich den Abend nochmal schön ausklingen. Ich bedanke mich, Leute, dafür, dass ihr mir die Reise möglich macht. Und eine kleine Sache noch vorweg. Beim nächsten Video aus New York, Leute, sitze ich in einem Helikopter und ich habe Höhenangst. Ja, ich freue mich. Also, wird super, super toll. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, checkt gerne das Video ab aus Las Vegas. Und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Oder hoffentlich auf Instagram. Macht's gut. Ciao.